Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Das ist eine Spezialepisode, die außerhalb der anderen läuft, weil wir machen nämlich heute nur Werbung. Und damit ich mir mich nichts am Schluss selber bewerbe, was eigentlich auch eine lustige Idee wäre, das kann ich eigentlich auch mal machen. Einfach eine Stunde Werbung nur für mich, von mir eingesprochen, aber heute noch nicht. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, der eigentlich mich eingeladen hat und ich sie wieder zurück und so weiter. Nämlich die Michaela Hirschmann ist hier, da habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und zwar hat sie mich ins Donautal eingeladen. Und dann habe ich sie eingeladen, doch das schöne Projekt, was sie davor hat im Donautal, da kommen nämlich noch andere Homöopathen, doch einmal im Podcast vorzustellen. Hallo, Michaela. Hallo, Marvin. Schön, bist du so mutig und trittst heute vor dein Mikrofon. Das freut mich. Vielleicht bist du Natürlich. kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem wir da reden. Also, ich heiße Michaela Hirschmann und wohne am Fuße der Schwäbischen Alb, genauer im Landkreis Dithmarringen, in einem kleinen idyllischen Dorf. In einem kleinen Bauernhaus mit zwei Pferden und vier Hunden, einem schönen Garten. Ja, und ich bin Tierheilpraktikerin mit Schwerpunkt Homöopathie. Super. Und du hast ein Projekt ins Leben gerufen, was es da in der Region noch nicht gibt. Und da wäre jetzt genau die Zeit, darüber zu reden, was wir da vorhaben. Genau. Richtig. Ich hatte diese tolle Idee, also ich bin total fasziniert davon. Ich möchte Homöopathie ins Donautal bringen. Weil das hier einfach, ich wollte auf eine Fortbildung gehen und habe mir nur überlegt, es ist hier wirklich recht schwierig hier im Ort oder in der näheren Umgebung, sagen wir mal so. Und die ganzen guten Seminare sind halt immer alle sehr, sehr weit weg. Und da ich recht eingeschränkt bin, weil ich hier mit meinen Tieren alleine lebe, kann ich nicht mal so sagen, schwupp, ich fahre jetzt mal übers Wochenende nach Nordrhein-Westfalen oder sonst wohin. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, dann muss der Berg zum Prophet kommen. Und das hat sich so toll ergeben. Eine sehr, sehr liebe Freundin von mir hat sich ein Gästehaus gekauft und hat sich das mit sehr viel Liebe, Schweiß und Tränen und Herzblut, wirklich schön umgebaut und wirklich ein richtig hübsches, schnuckeliges, ja, Gäste- und Seminarhaus draus gemacht. Und da haben wir natürlich auch immer überlegt, ja, was machen wir denn da? Und da sag ich, du, ich hätte gerne Homöopathie im Donautal. Und dieses Gästehaus Rosenzeit, bietet sich da hervorragend an. Ja, und so ist die Idee geboren. Super. Ich finde das ganz gut. Ich habe das letztens auch, ich glaube, in dem Interview gesagt mit der Jasmin Walker, dass ich es auch finde, dass sozusagen die Leute auch wieder mehr einladen, oder? Ich glaube, man lehnt sich auch immer so ein bisschen bequem zurück und sagt, ja, die machen ja denn die großen Homöopathen oder die organisieren ja dann die Seminare, aber dann bleibt halt an unseren Koryphäen im Bereich auch einmal alles hängen. Und deshalb machen wir das schon seit langem so in Kur auch, dass wenn wir Leute haben wollen, die hier reden, dann laden wir die ein. Genau. Und das ist immer erstaunlich, wie dankbar auch eigentlich die Referenten sind, weil sie sich halt einen Riesenteil an Arbeit, Verantwortung und dann auch sozusagen finanzielles Risiko nicht an die auch noch an die Backe binden müssen, sondern sie können rein für den Inhalt kommen. Und deshalb finde ich das eine fantastische Idee, mal unabhängig davon, dass ich da auch kommen darf. Empfehle ich das jedem, der auch das Gefühl hat, ja, es ist eigentlich schade, dass wir auch immer, keine Ahnung, aus dem Schwarzwald an die Ostsee fahren müssen, weil da die Seminare sind. Genau. Nehmt euch daran ein Beispiel, ich finde das hervorragend und ich bin sicher, dass viele Leute gerne eingeladen werden, weil das habe ich mit dem Josef letztens gesprochen, mit dem Gras Pointner, dass wir sozusagen Mühe haben, unser reiches Wissen als Homöopathie kollektiv an den Mann zu bringen. Und deshalb hast du ja nicht Genau, das war also auch so lassen meine auch. Idee, Genau. Ja, sag.
dass die Leute hierher kommen. Und ich bin ja da offen für alles. Also man muss sagen, ich bin da noch total unbedarft, was Organisation, Netzwerk und Leute einladen. Wie machen wir das am besten? Ich muss ehrlich sagen, ich habe über das Ganze mittlerweile schon richtig tolle Leute kennengelernt, die mich da zum Teil auch unterstützen, die Idee auch total klasse finden. Zum Beispiel der Lars Friedrich aus Wesel kommt im November und macht ein Homöopathie-Seminar eben für Tierhomöopathen. Mhm. Du kommst, da freue ich mich ganz enorm drüber. Das Witzige war ja, ich habe einfach nur gedacht, ja, wen frage ich jetzt? Und dann habe ich einfach angerufen, beziehungsweise auch über diese modernen Netzwerke mich ja mit euch in Verbindung setzt. Und ich war jedes Mal, ich saß denn hier, war total baff, weil ihr beide auf Anhieb beim ersten Mal, ja, machen wir freuen uns drauf, super Idee, packen wir es an. Und sowas finde ich einfach klasse. Ja. Sehr gut. Und wir haben ja dann auch gerade gesagt, wir machen das nicht nur einmal, sondern du hast ja wirklich dann dieses Ziel, dass es dann da regelmäßig im Donautal was gibt. Genau. Hast du da schon so einen Zukunftsplan gemacht, ungefähr? Also dieser Ort sollte ein oder wird oder ist bereits jetzt schon ein Ort der Heilung. Also da werden verschiedene Seminare stattfinden. Dieses Gästehaus kann auch von jedem, der Interesse hat, gemietet werden. Zum Beispiel ist jetzt ein Seminar Stricken für die Seele. Mhm. Dann ist ein Hunde-Workshop, so Hundefotografie. Mhm. Dann eben Homöopathie. Dann habe ich mich mit mehreren Homöopathinnen und Homöopathen unterhalten, die sich auch angeboten haben, dass sie mal Seminare abhalten. Und da geht es dann nicht immer darum, dass das nur für Fachleute oder Therapeuten ist, sondern auch, dass wir mal so einen Abend oder wir haben uns überlegt, einfach mal vielleicht einen Brunch, einen Homöopathie-Brunch zu machen für interessierte Laien. Mhm. Denn vielleicht einfach mal 2 Stunden über Hausapotheke oder über Notfallhomöopathie. Mhm. Denn wieder, wie gesagt, Tierhomöopathie, dann hat sich eine angeboten, mal einen Vortrag zu machen oder einen kleinen Workshop über essbare Heilkräuter oder essbare Wildpflanzen. Mhm. Also alles, was so in diese Richtung mit einschwingt oder was so mit reingehört, ja, wir sind für alles offen. Und wie gesagt, mein Schwerpunkt ist einfach, ich interessiere mich für viele Dinge, aber mein Schwerpunkt und wirklich meine Liebe, die gehört der Homöopathie. Das ist einfach meins. Super. Inhaltlich haben wir ein Programm vor, wo ich selber auch ins kalte Wasser springe. Juhui. Genau, weil ich habe nämlich gesagt, ach, wir machen am besten ein Seminar, wo ich selber auch kommen will als Gast. Und deshalb habe ich gesagt, ah, lass uns doch mit Live-Patienten arbeiten, wo ich nicht vorher weiß, was die denn haben und was die genau brauchen und welches Mittel die wohl bekommen. Und dann machen wir das ganz live in der Anamnese und hoffen, dass ich eine Idee habe, was wir da machen können. Und dann anschließend machen wir sozusagen anhand des Falls Seminar über die Arzneien, die da in Frage kommen, die Differentialdiagnose zwischen den verschiedenen Arzneien, die miasmatische Zugehörigkeit der Arzneien, aber auch des Patienten. Vielleicht ist es auch ein interessanter Fall, wo man sozusagen die Fragestruktur analysieren kann oder wo Fragen sind zur Beratung oder zum Case Management oder zur Erwartung und so weiter. Also dann wird es sehr, sehr individuell und nicht vorhersagbar. So. Und hochinteressant. Und ich fände es einfach super, wenn sozusagen meine Seminare zukünftig immer auch dadurch variabel sind, dass ich selber nicht weiß, worüber ich da bald reden werde. Und das dadurch dann aber auch sehr natürlich und nicht so vorbereitet klinisch mit 50 PowerPoint-Folien ist, was dann vielleicht auch nicht jedem gefällt. Aber dann ist ganz klar, wenn ich zu Marvin gehe, ins Donautal oder dann kriege ich Live-Analysen, wo wir nicht wissen, wo es dann hinterher hingeht. Und das wäre genauso ein Seminar, wo ich sehr gern hingehe. Weil ich da in einem anderen Homöopathen unabhängig sozusagen von seiner Erfahrung mal ins Gehirn gucken kann. Und das habe ich gemerkt, egal bei wem ich Praktikum gemacht habe, wenn ich dem so ins Hirn gucken konnte, habe ich extrem viel gelernt, wie der die Symptome zusammen verknüpft
Und wenn man dann noch Zeit hat, hinterher darüber zu sprechen oder auch dann Fragen stellen darf, wo das Seminar dann hauptsächlich eigentlich ist am Schluss, ne? Das hängt ja auch extrem vom Niveau der Leute ab, was wir dann machen oder ob das dann eher so Basics sind oder ob das wirklich dann fortgeschritten hinein ist in die Tiefe, wie ich das bei den Studenten an der Schule mache. Hängt dann sehr davon ab, wer dann da kommt. Und dadurch wird dann auch das Seminar ja sehr individuell angepasst auf die, die kommen. Und wenn dann jemand kommt, der sich dann noch einbringt und sagt, ja, weil warum jetzt nicht das Mittel und warum jetzt nicht das? Und hast dann auch an das gedacht und so weiter? Dann ist genau so diese kleine Gruppe, die du ja auch am Anfang jetzt vorhast. Das sind maximal 15 Leute, gell? Genau, maximal 15 Teilnehmer. Und du hast ja auch gesagt, mit dir kann man über alles Möglichen, über alle möglichen Themen reden, die dich sehr schnell ermüden, aber über Homöopathie bis morgens um 4. Und in diesem Gästehaus, in der Rosenzeit, besteht ja die Möglichkeit, dass die Seminarteilnehmer auch übernachten. Mhm. Und auch das Umfeld da, es ist wirklich sehr idyllisch gelegen, auch mit einer kleinen Feuerstelle oder wie auch immer, das sehen wir dann, wie das Wetter ist. Da sehe ich uns schon draußen dann sitzen, vielleicht noch bei einem schönen Glas Wein und wirklich über die Homöopathie fachsimpeln, genau. Und einfach ja dich live zu erleben und dich einfach persönlich kennenzulernen und damit dir und eben auch mit Seminarteilnehmern interessante Gespräche zu führen. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Super. Ich glaube, es werden alle einen Einblick bekommen in dein tolles Projekt. Ich finde das also mehr als fördernswert und würde mich auch freuen, wenn dann noch andere Homöopathen sagen, hey, lad mich doch bitte auch ein, ich komme. Oder vielleicht auch Leute, die man noch gar nicht kennt, die sagen, aber ich sitze doch im Donautal, ich mache da doch schon seit Jahren Vorträge. Hast du das nicht gewusst? Oder eben dann Leute, die es jetzt hören und sagen, genial, da habe ich Bock drauf, den Lars Friedrich zu sehen oder mich zu sehen. Der ist herzlich eingeladen, sich dann bei Michaela zu melden. In den Shownotes sind dann alle Möglichkeiten, die Michaela mir angibt, sie zu erreichen. Das klären wir dann noch untereinander, welche das dann sein werden. Und die Leute, die dann vielleicht, weil sie es nur auf Spotify hören, da sehen sie ja keine Shownotes, die können dann im Facebook gucken. Oder die Michaela finden unter welcher Adresse im Web? Weißt du sie gerade auswendig? Eine zum Sagen? Die können mich entweder unter meiner Telefonnummer erreichen, das wäre Deutschlands Vorwahl. Machen wir lieber in die Shownotes rein. Okay, und ansonsten mir einfach eine E-Mail schreiben, oder? Ja, genau. Die E-Mail-Adresse, möchtest du die haben? Dann kannst du die E-Mail-Adresse gerade kurz sagen und ich schreibe sie aber auch noch in die Shownotes. Ja, ja, das wäre gut. Die E-Mail-Adresse lautet dogdog. D-O-G-D-O-C, dogdog 555@hotmail.com. Super. Ich überlasse dir das Schlusswort. Das Schlusswort? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch total begeistert von der Idee, auch von der Resonanz, dass viele Leute mir viel Glück wünschen bei dem Projekt, dass sie da hinter mir stehen und dass sie das toll finden. Unter anderem habe ich auch ich habe so viele interessante Leute kennengelernt, auch die Frau Gabriele Kauber, die du hier auch gut kennst, die sich auch angeboten hat, mal gerne ein Seminar zu halten. Also da habe ich wirklich schon sehr viel Rückmeldung gekriegt. Und ja, ich bin einfach nur ganz, ganz furchtbar wissbegierig, was die Homöopathie angeht und freue mich auf viele interessante Leute und auf einen tollen und regen Austausch. Und dass du kommst, ich bin total begeistert und auch der Lars Friedrich hat zugesagt. Also ich kann es gar nicht erklären. Also manchmal sitze ich hier und denke, yeah! Nee, ja. Vielen Dank für deine Arbeit für die Homöopathie. Das finde ich immer wieder toll, so Menschen auch kennenlernen zu dürfen. Und alles Gute, Michaela, und bis bald. Das wünsche ich dir auch, lieber Marvin. Und viel Glück und Freude in deinem neuen Heim. Ich habe ja gehört, ihr zieht um. Genau. Und da wünsche ich dir und deiner Familie alles Liebe. Und ich freue mich, wenn wir uns endlich persönlich kennenlernen. Genau. Am 10. und 11. August in der Rosenzeit. Danke dir, Marvin. Ciao. Tschüss.